Hallo Leute, mein Name ist Totzes-T und willkommen zu einem weiteren Tag in Minecraft. Heute starten wir am unteren Ende der Welt. Möchte euch zuerst noch zeigen die paar Fixes, die ich machen musste. Zuerst hier mit unserem Villager-Brüdern. Aber wie ihr sehen könnt, haben wir da zwei Babys und da oben stehen schon eine ganze Reihe von erwachsenen Villagern. Und das Ding hier ist, dass über den Betten hier hatte ich einen... Der Raum oben war zu niedrig, somit wurden die Betten nicht erkannt. Und das andere war von den beiden Villagern da drüben, hatte einer ein Bett auf dieser Seite ausgewählt und der andere hatte kein Bett. Und daher hatten sie nicht nur... liebes Herzchen, sondern auch diese Wolken, die ihr vorhin, genau, die. Und das heißt, sie sind nicht willig, einen neuen Villager zu erzeugen, was mehrere Gründe haben kann. Möglicherweise muss ich auch noch diesen Block da oben entfernen, aber... zumindest funktioniert das so weit, dass wir Baby-Villager bekommen können. Der zweite Punkt findet sich an der Oberfläche. Und da habe ich ja letztes Mal noch erwähnt, um die unerwünschten Villager beseitigen, muss ich noch was machen. Und das ist so, ich habe das Ganze um einen Block in die Höhe gehoben, sodass wir hier eine Rampe haben. Und dann geht es hier runter. Und zwar nicht gleich hier von dieser Ebene in die Chest, sondern einen Block tiefer. Und wenn das so ist, teleportieren die Villager, wenn sie da in der Lava landen, nicht irgendwo raus, sondern bleiben effektiv drin, verbrennen. Und unten bekommen wir dann den Villager oder den Minecart wieder raus. Nun aber zum eigentlichen Projekt, der Villager Trading Hall. Und da kommen diese Steine ins Spiel. Ich werde nun mal beginnen, hier die effektive Struktur zu platzieren. Zumindest so weit, dass ich einen Platz habe, wo ich dann auch die Villager rein platzieren kann. Und das Material, was wir dafür brauchen, ist ein bisschen Smooth Sandstone, den ich hier geschmolzen habe. Und irgendwo in dieser Anhäufung an Chests habe ich auch noch eine Schalkerbox mit mehr Sandstein drin, was wir dann benötigen für unseren Bild. Zugegebenermaßen, dieser Zirkel, dieser Kreis aus Säulen schaut fürchterlich aus. Aber mit ein bisschen Axtwerk können wir das leicht beheben und nun haben wir einen wunderbaren Gradient von diesem dunklen Holz über Birke. Dann den Cut Sandstone und Chisel Sandstone zu oberst. Und das wird dann auch die Ebene sein, wo wir die erste Plattform errichten. Lasst mich mal hier das Ganze durchmachen.
Und dann sollten wir bald sehen, wie das Ganze zusammenkommt. Nun denn, das sieht doch schon wesentlich besser aus. Und was macht das Pferd da? Das gehört nicht da rein. Und in dieser ersten Ebene habe ich Platz für 48 Villager. Und wir können das locker noch mindestens ein-, zweimal nach oben ergänzen. Somit sollten wir genügend Platz haben. Aber hier auf dieser Seite habe ich dann auch schon mal die Gleise gelegt, so dass wir effektiv die ersten Villager da oben reinbekommen. Und das machen wir einfach, indem wir das Gleis hier hinhaben. Dann fliegen sie hier runter und dann können wir hier oben noch ein Slab platzieren und dann sind sie quasi da im Loch platziert und wir können die Workstation da vor ihnen platzieren. Das heißt, ich werde nun erstmal ein paar Villager konvertieren. Ich denke, so für den Anfang ein paar Farmer, Toolsmiths, Armorer, Weaponsmiths. Einfach so, dass wir die Ausrüstung, die wir brauchen, dass wir die bekommen. Und dann geht's an die etwas exotischeren Villagern wie Librarians, damit wir all die Bücher bekommen, aber auch Stonemasons für die verschiedenen Formen von Terrakotta, Clerics für Redstone und die anderen Goodies. Ja, ich denke, das wird mich etwas beschäftigen. Und da ist unser neuestes Member auf dem Server hinzugekommen. Muss gleich mal Hallo sagen. Also, ich sehe euch, wenn ich ein paar Villager platziert habe. Die ersten paar Villager sind nun platziert. Ich habe fünf Farmer. Und alle geben mir drei Karotten für einen Emerald. Aber es sind nicht alle gleich hochgelevelt. Nicht gelevelt. Gleich oft kuriert. Das sieht man hier an den ersten Trades. Hier diesen habe ich, glaube ich, dreimal kuriert. Da bekomme ich. Er gibt mir einen Emerald für vier Karotten. Und hier sind es 11. Und dann hier auf dieser Seite einen Toolsmith. Von dem bekommen wir Äxte und Pickaxes. Der Weaponsmith, Schwert und Axt. Eigentlich die Axt hier ist besser. Efficiency 2 versus Fortune 1. Nicht besonders nützlich. Und hier der Armorer. Da bekommen wir ein volles Set an Enchanted Armor in Diamant für nur vier Diamanten. Und dann hier auf dieser Seite ein Shepherd. Den habe ich eigentlich nur für die Betten. Das wird irgendwann kurz später nützlich werden. Und hier habe ich einen Fletcher. Und das war ein bisschen mühsam, denn ich wollte diesen File Trade Arrow of Weakness und
Das heißt, nun können wir Arrows verwenden statt Potion of Weakness, um die Zombie-Villager zu kurieren. Aber das muss ich erst richtig aufsetzen da unten. Aber ich denke, das mache ich rasch. Denn das Brauen von Potions, das ist doch etwas aufwendig. Und alles, was mir das Leben leichter macht, umso besser. Wir können den Pfeil of Weakness nicht aus einem Dispenser auf den Zombie-Villager schießen, weil solange er im Minecart sitzt, verfehlen wir ihn. Drum habe ich mir hier einen normalen Bogen genommen und ein paar Pfeile. Und wir machen das manuell. Und dann müssen wir ihm nur noch den Apfel verfüttern. Und da ich nun hier geöffnet habe, ist auch das einfacher geworden. Dieser Villager hier wird unser erster Librarian. Und für unseren ersten Trade möchte ich hier ein Bookshelf Trade, aber ein bisschen günstiger, denke ich. Drum machen wir hier nochmals eine erste Runde. Und ich kann mal ein Bookshelf nehmen, so dass dieser Trade gelockt ist und er mit demselben Trade zurückkommt, auch nach dem nächsten Kurieren. Das zweite Mal Kurieren hat geholfen. Nun haben wir den Trade ein Bookshelf für einen Emerald und diese können wir brauchen, um Lecterns zu craften, die wir für weitere Villager oder weitere Librarians brauchen. Oder wir können sie auch runterbrechen und bekommen dann drei Bücher raus, die wir mit einem anderen Librarian traden können für drei Emeralds. Und so seht ihr, wir können hier quasi einen unendlichen Emerald Loop aufbauen. Und wir brauchen initial nur einen einzigen. Dies soll es aber nun gewesen sein für diese erste Episode, wo ich auch etwas gebaut habe, was sich sehen lassen kann. Natürlich noch lange nicht fertig. Bis zum nächsten Mal werde ich sicher weitere Villager hier platzieren. Wahrscheinlich bringen wir den ersten Ring nicht ganz voll. Das wäre etwas übertrieben. Aber ich weiß noch nicht, was ich nächstes Mal machen werde. Drum schaltet einfach wieder ein, wenn es heißt, ein weiterer Tag in Minecraft. Bis dann. Tschüss.